Clinician Scientists sind Ärztinnen und Ärzte, die in ihrem täglichen Alltag Patienten versorgen und nicht weniger intensiv in der Forschung tätig sind. Ja, der Beruf ist sehr vielseitig, sehr erfüllend, macht unglaublich viel Spaß. Clinician Scientists müssen eins können, Multitasking. Weil man praktisch zwei Berufswege, sowohl des Arztes als auch des Wissenschaftlers, miteinander kombiniert. Und dadurch, dass man das in einem Berufsbild vereinen kann, kann man einzigartig zur Weiterentwicklung der Medizin beitragen. Ein Clinician Scientist steht nicht alleine da im klinischen Alltag und auch nicht in der Wissenschaft. Es ist wirklich auch wichtig, die Unterstützung von vielen Seiten zu haben und zu fühlen. Und dafür wollen wir den bestmöglichen Rahmen bieten. Ja, die Medizin braucht Clinician Scientists heute, denke ich, mehr denn je, weil das medizinische Wissen sich heute viel schneller vervielfältigt als zum Beispiel noch vor 100 Jahren. Und um letztendlich mit diesem Wissen Schritt zu halten und auch das Wissen in die Klinik zu tragen, braucht es Menschen, die genau an dieser Schnittstelle tätig sind. Das heißt, die den Patienten und seine Bedürfnisse im Blick haben und gleichzeitig auch noch am aktuellen Puls der Zeit sind, was die Wissenschaft angeht. Medizinische Forschung heute ist vielseitig und wird mit multidisziplinären Teams durchgeführt. Und das ist auch wichtig so. Ich von Hause aus bin Naturwissenschaftlerin und ich kann meine Erkenntnisse einbringen auf zum Beispiel der Erforschung von zellulären und molekularen Vorgängen und natürlich auch die hochkomplexen Technologien, die wir dazu verwenden. Was uns aber fehlt, ist einfach das Wissen über Krankheitsbilder, das Wissen über die Entstehung von verschiedenen Erkrankungen, aber auch über die aktuelle Diagnostik oder Therapien, die angewandt werden und welche Lücken eben da noch sind. Und der Clinician Scientist erfüllt genau dieses. Er ist das Bindeglied zwischen der klinischen Versorgung und den daraus resultierenden offenen Punkten, den Dingen, die wissenschaftlich geklärt werden müssen, und der Grundlagenforschung. Viele der Verknüpfungen, die wir als Clinician Scientists zwischen Forschung und Klinik und Forschung herstellen, passieren ganz unbewusst. Das sind im Prinzip Inspirationen, die aus der einen oder anderen Seite kommen, Herausforderungen, die aus der einen oder anderen Seite kommen. Und in diesem Profil denkt man direkt in der Verbindung. Weil man einfach am Puls der Zeit ist, der Medizin. Man ist in den Entwicklungen drin, die auch in die Krankenversorgung einfließen. Die überträgt man dann auch wieder in seine Projekte. Und diese Beziehung von, wie es so immer so schön heißt, Bench to Bedside und Bedside to Bench, die ist eigentlich das besonders Herausfordernde, aber auch das besonders Erfüllende am Beruf des Clinician Scientists. Die enge Zusammenarbeit an klinischen Fragestellungen ist extrem erfüllend, weil man einfach irgendwie auch das Gefühl hat, man macht wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges, um im Hinblick auf Patienten wirklich deren Leiden in der Zukunft auch zu mindern. Und ich finde vor allen Dingen für mich bereichernd, dass ich merke, dass meine klinische Tätigkeit von der wissenschaftlichen Aktivität profitiert und umgekehrt. Die Zufriedenheit und Freude in diesem Beruf kommt ganz sicherlich daher, dass es niemals Routine wird. Sowohl in der Klinik nicht, weil ich immer darüber nachdenke, wie ich eigentlich in der Forschung Dinge wieder in die Klinik bringen kann, und in der Forschung auch nicht, weil ich jedes Mal weiß, okay, da gibt es auch eine Anwendungsmöglichkeit in der Zukunft in der Klinik. Ja, am Anfang ist es sehr anspruchsvoll als angehender Clinician Scientist, die Aspekte der klinischen Facharztausbildung und auch das Einarbeiten und ausgebildet werden in einem wissenschaftlichen Tätigkeitsbereich unter einen Hut zu bringen. Daneben soll man ja auch noch ein Privatleben haben. Die Forschung ist heute immer komplexer. Es müssen Anträge geschrieben werden, Publikationen müssen erarbeitet werden. Und die Herausforderungen, auch was das Methodische angeht während der Forschung, sind sehr komplex. Und das kann man nicht mehr im Rahmen von Feierabendforschung machen, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Da braucht man heute geschützte Forschungszeit. Geschützte Forschungszeit bedeutet, dass man nicht auf einem klinischen Arbeitsplatz eingeteilt ist, sondern sich in dieser Zeit voll auf die Forschung konzentrieren kann. Und die klinische Vertretung ist für diesen Zeitraum gegenfinanziert. Wie das genau aussehen muss, ist sicherlich von Fachdisziplin und Tätigkeitsbereich zu Tätigkeitsbereich unterschiedlich. Und wichtig ist, dass das individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten wird. Aus meiner Erfahrung ist es besonders wichtig, dass man die geschützte Forschungszeit in den Dienstplänen berücksichtigt und auch sichtbar macht. Sie brauchen auch die Unterstützung Ihrer Klinikleitung und Ihres Teams. Und hier muss das klinische Team den Dienstplan tragen, aber genauso das Forschungsteam auf der Forschungsseite. Für Clinician Scientists ist es sehr wichtig, sich Netzwerke aufzubauen.
Man arbeitet häufig interdisziplinär mit anderen Wissenschaftlern auf seinem Gebiet zusammen, sowohl national als auch international. Dort hat man zum einen den Vorteil, dass man mit unterschiedlichen Persönlichkeiten auf unterschiedlichen Karrierestufen, vom Master bis hin zum Professor, Kenntnisse austauschen kann, Technologien, aber auch Infrastrukturen gemeinsam nutzen kann. Und das bringt einem natürlich wissenschaftlich extrem weiter. Und natürlich auch in seiner Persönlichkeit, weil da natürlich ganz unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen und auch unterschiedliche Karrierewege aufgezeigt werden. In meiner Erfahrung ist der Weg des klinischen Scientists kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Er zieht sich über viele Jahre hin, genauso wie die Ausbildung zum Arzt, die begleitet wird durch die wissenschaftliche Ausbildung. Das geht häufig, weil man am Anfang nicht so ein großes Team zur Verfügung hat, natürlich auch etwas langsamer voran. Und man darf eben sein Ziel nicht aus dem Auge verlieren und muss dranbleiben. Und auf diesem Weg muss man die richtigen Leute treffen, man muss die richtige Unterstützung haben. Und ein ganz wichtiges Instrument ist hierfür das Mentoring, sowohl auf der klinischen Seite als auch auf der wissenschaftlichen Seite. Diese Mentoren sollen einem helfen dabei, einen eigenen Karriereweg zu erstellen, diesen zu verfolgen und gegebenenfalls bei Problemlösungen auch zur Hilfe zu kommen. Das ist meiner Meinung nach total wichtig, das individuell aufzuziehen, weil jede individuelle Situation von jeder Person ist komplett unterschiedlich. Das betrifft sowohl die Thematik der Wissenschaft, das Fach in der Medizin, aber auch die persönliche Situation. Wie in allen Bereichen des Lebens ist es auch hier wichtig, dass man sich mit Menschen in einer gleichen Situation austauschen kann. Und das betrifft natürlich immer den konkret vielleicht nächsten Schritt. Das betrifft natürlicherweise vor allem auch die Herausforderungen, aber eben auch, und das finde ich extrem wichtig, die positiven, die freudegenerierenden Aspekte des eigenen Weges. Ja, mein Ratschlag an den klinischen Scientist-Nachwuchs ist es, seid neugierig, seid engagiert und lasst euch nicht abschrecken von den Hindernissen, die euch immer mal wieder im Weg liegen werden auf diesem Weg. Trauen Sie sich, wenn Sie wirklich gerne in der Forschung arbeiten möchten, dann versuchen Sie wirklich, diesen Weg einzuschlagen. Clinician Scientist ist ein wirklich bedeutender und sehr schöner Beruf und wir wollen Sie darin unterstützen.